Willkommen, ihr Lieben, zum Weltfrauentag. Ja, auch hier in Clash of Clans wird dieser Tag heftig gefeiert, auch wenn man ihn eigentlich gar nicht braucht. Aber ich weiß nicht, so ein Weltfrauentag feiern, ja, lass mal feiern, würde ich sagen. Wir haben ja sonst nichts zu feiern im Moment. Also eigentlich ist der Tag aber trotzdem genauso überflüssig wie Termin, Shopping oder Corona-Selbsttest. Damit Ironie erstmal off. Und ja, wir haben hier Weltfrauentag. Das Ganze findet ihr natürlich bei Clash of Clans im englischen Client, also im deutschen Client braucht ihr das nicht versuchen zu suchen. Happy International Women's Day. Und dort gibt es im Moment nur, ich glaube, die letzten News waren dort vom Eclipse Cup, und dementsprechend gibt es aber auch ein nettes Event hier, muss ich sagen. Queen und Champion Boost natürlich, wie es sich gehört. Nur die feminine Seite wird hier natürlich geboostet, gar keine Frage. Und die sensationellen 6 hier, die wollen wir in jedem Fall heute mal spielen. Und zwar müssen wir natürlich nur die Women's Truppen nutzen. Also 4 Valkyren, 15 Bogenschützen, 2 Heiler, 1 Päcker, 3 Hexen und 5 Headhunter-Troops. Headhunter, achso, ein Headhunter ist auch weiblich, okay. Wusste ich gar nicht. Headhunterin. Ach nee, das wollen die ja alle nicht. Nicht Headhunterin. Headhunter. Okay. Die bilden wir jetzt erstmal aus, würde ich sagen. Beziehungsweise ich habe hier eine Armee, da greife ich jetzt gleich kurz mal mit im Clankrieg an. In der laufenden Liga. Wir müssen also, wir bauen mal, was erstmal gefordert ist. 1, 2, 3, 4 waren von denen gefordert. 15 Archer. Also 15 Bogenschützen. 14, 15. Perfekt. 2 Heiler, okay. Mal gucken, ob das Feld, wie voll das Feld jetzt eigentlich wird. 1 Päcker nur, okay. 1 Päcker. 3 Hexen. 3 Hexen. 1, 2, 3. Und 5 Headhunter. Okay, 5 Headhunter ist aber auch sportlich. Wir sind bei 466, okay. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind nicht bei 466, sondern wir sind bei 166 erst. Dann geben wir da noch eine kleine Schippe drauf, würde ich sagen. Wir nehmen noch 3 Heiler mit hinzu. Wir nehmen nochmal 15 Archer, denn ich habe noch das Clanspiel auf, also nicht das Clanspiel, sondern das Passspiel, wo man 30 von den Bogenschützen nehmen muss. Und da geht ja eigentlich noch ein bisschen mehr, ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal 2 Mauerbrecher mit hier. 1, 2, 3, 4, 5 von denen hier. Das sieht ganz gut aus. In meiner Armee hier fehlt aber jetzt auch was. Ah, ne, es fehlt nichts. Okay, können wir ruhig so lassen. Können wir mal ruhig so lassen. Ich glaube, in meiner Armee fehlt da was. Warte mal, ich lasse mal eben die Valkyrie auslaufen. Ich glaube, ich nehme doch mal 2 Loons mit gleich. Ist, glaube ich, besser. Und dann gucken wir mal, dass wir unseren Angriff erstmal machen. Ich setze die mal gerade nach vorne und nehme mal hier noch was raus. Und zwar, ich glaube, ich nehme einmal den raus. Dann haben wir noch 2, ja, fast 3. Fast 3 von denen. Die Valkyrie wollte ich da lassen. Dann nehmen wir den raus. Fast 3. 298. Nehmen wir noch einen Lucky mit. Würde ich sagen. So ein Not-Lucky. So, okay. Dann können wir hier weiterbauen. Ja, ich booste gleich, Leute. Ganz, ganz ruhig. Also ganz, ganz locker bleiben. 1, 2, 3, 4. Haben wir dann von denen. Ja, das passt so. Ja, da können wir immer noch ein bisschen was machen. Ne? Da ist ja noch immer noch Luft nach oben. Ich würde sagen, nehmen wir noch eine Päckerdame mit rein. Noch eine Hexe und noch ein Magier. Komm. Nee, stimmt gar nicht. Dürfen wir gar nicht machen. Warte mal. Dürfen wir gar nicht machen. Dürfen wir gar nicht machen, Leute. Wir wollen ja feminin bleiben. Okay. Dürfen wir gar nicht machen. Wir können ja nicht einfach Magier damit reinnehmen. Okay. Dann nehmen wir noch eine Valkyrie. Dann haben wir 600. Perfekt. Aber hier machen wir das dann etwas anders, würde ich sagen. Da machen wir es hier etwas anders, dass wir wenigstens da irgendwie in so eine Base reinkommen. Weil wir haben jetzt keinen Mauerbrecher dabei. Mauerbrecher wäre ja jetzt männlich. Und heldenmäßig, was nehmen wir denn jetzt heldenmäßig gleich mit? Nur die beiden? Dann wäre es ja richtig, ne? Vielleicht hat sich ja sogar schon jemand heute getraut, mit dieser Armee anzugreifen. Also nur mit der Queen, mit dem Royal Champion und dann nur mit den Damen hier. Die ja auch darauf warten, dass wir jetzt gleich damit angreifen. Und ich würde sagen, wir boosten hier. Ich habe noch ein paar Boostränke über. Ihr seht da 7 von 5. Falls ihr jetzt fragt, war Toto, wie geht das oder warum geht das?
Das geht immer nur dann, wenn ihr was im Shop kauft. Und ich habe ja die Tage im Shop dies eine Paket gekauft mit den Büchern, nicht mit den Büchern, sondern mit dem einen Heldenbuch für 2,29. Und aus dem Zeitraum ist das noch. Das heißt, wir können das erstmal machen. Und wir können ja jetzt keinen nachkaufen. Ja, wir können keinen nachkaufen. Aber das Heldenbuch, Leute, das nehmen wir natürlich gerne mit für 500. Keine Frage, denn wir haben nur noch 10 Heldenlevel am King zu basteln. Die Royal Champion habe ich mir letzte Woche noch mit 2 Hämmer dann auf 25 gebracht. Wunderbar. Läuft also hier auch und im Labor läuft es auch. Im Moment laufen die letzten Elex-Truppen im Labor. Danach muss ich nur noch Dunkles machen. Das ist natürlich auch ein bisschen heftig. Erstmal Dunkles, nur das Dunkle jetzt zu schöpfen. A für Truppen und B natürlich immer für den King. Und der King ist auch nicht gerade günstig. 2,25, okay. Das heißt, die nächsten Wochen werden wir hart das Dunkle farmen müssen. Okay, dann gehen wir mal in unseren Angriff rein. Wir machen immer so in etwa unser Gegenüber. Sieht ganz gut aus hier. Kurzer Liga-Check hier beim Clan Herausforderer. Eigentlich, jetzt kommt wieder dies eigentlich, hätte. Eigentlich wären wir Erster. Punkt. Der Satz ist vorbei. Eigentlich wären wir Erster. Okay, aber was ist schon eigentlich, Leute? Was ist eigentlich schon eigentlich? Wir gehen hier mit rein, mit der Armee. Und wir nehmen hier unsere Kaserne, jawohl. Aber als Erstes nehmen wir hier Mal ist auch gut gesagt. Wir nehmen hier Mal unsere Queen mit rein. Die dürfte uns eigentlich nicht abhanden kommen hier. Die Queen, oder kommt schon Clanburg, okay. Das ist jetzt aber ein bisschen wenig, oder? Das ist aber ein bisschen wenig, ne? Ah, da kommt noch ein bisschen was nach, alles klar. Da kommt noch ein bisschen was nach. Da müssen wir die kurz mal in Rage bringen. Nehmen den zweiten Mauerbrecher hier ruhig mit rein. Okay. Und dann würde ich sagen, haben wir hier schon ganz nett gefunnelt. Wir nehmen hier mal unsere Walküre, nehmen hier unsere Kaserne mit rein. Perfekt. Und machen uns hier mal das Loch auf. Das Loch. Okay. Nehmen uns hier mal das mit rein. Ihn mit rein hier. Ein Bowler haben wir da vergessen. Okay. Dann müssen wir hier nochmal wuten. Oh, warum habe ich... Oh, ich habe viel zu viel Heil dabei, Leute. Shit. Ja. Ich habe viel zu viel Heil dabei. Warum habe ich denn so viel Heilzauber dabei? Eieiei, ah, okay, macht aber nichts. Macht nichts, Leute. Können wir gebrauchen. Rathaus ist auf jeden Fall down. Können wir noch gebrauchen. Wir gebrauchen den Heilzauber mal hier. Und heilen hier nochmal alle durch. Würde ich sagen. So, da nochmal der. Oh, meine Queen darf mir nicht. Wo ist die Queen? Ganz allein da hinten. Ne? Ist es wieder so klar. Es ist wieder so klar. Ah, ganz allein, auf weiter Flur. So, Royal Champion rennt vor, mal gucken. Sieht noch ganz gut aus hier, kleiner Rundlauf war das ja jetzt. Heiler sind noch am Start, die Hawks sind auch noch dabei. Mein Royal Champion hat es jetzt aber auch erwischt. Die Hawks gehen, oh, die gehen noch nicht nach da zum Inferno. Ich glaube, der Inferno wird mir jetzt alles wegbratzeln da. Oder machen die Bowler den. Oh, die Bowler machen den. Perfekt, Bombenturm. Sieht noch gut aus, alles in Heilung hier. Könnte vielleicht ein kleines zeitliches Problem sein, aber von der Heilleistung her müsste das eigentlich reichen, wenn die jetzt nicht alle nach außen wollen. Och Leute, bleibt doch drin. Es gibt doch da draußen nichts zu sehen. Es gibt für euch nichts zu sehen. Ich nehme erstmal Kaffee. Ah, lecker. Lecker. Schöner Kaffee zum Weltfrauentag. Und ich glaube, das ist ein Hype, Leute. 3 Sterne hier. 29 Sekunden, oh, das wird ganz eng. Oh. Eieiei. Aber da hinten ist noch ein Magier, ne? Oh, da ist noch ein Magier, Leute. So, wenn sich der Bogenschützenturm nicht umdreht, und das macht er auch nicht, kann er jetzt auch nicht mehr machen, dann haben wir hier 3 Sterne geholt. Ach, oh, komm, Warden, du hast doch so eine weite Range. Och, komm, nö. Ach, nein. No comment. No comment, Leute. Ach komm, ey. Ja.
Ich weiß, es ist mühselig. Ich kann da auch nichts mehr zu sagen jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Was brauchen wir hier noch? Was haben wir hier noch gebaut? Zwei von denen, okay. Und ein Gift. Naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich bin schon wieder... Ich will nicht sagen, ich bin sprachlos, aber ich bin ganz schön sprachlos jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ihr hört, ich muss jetzt hart... Ich bin hart im Nehmen. 5 Hexen. Und ein paar Valkyren noch. 1. Wie viel hatten wir da gebaut? 2, 3, 4, 5. Headhunter. Das Zeug. Ah nein. So. Ah nein, was habe ich jetzt verschoben? Ah nee, so passt es. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt was verschoben. Ich glaube, wir haben 2 Päcker hier damit drin. Lass mal eben checken, Leute. 2 Päcker, ja. Und 4 Ballons. 1, 2, 3, 4. Aber passt nicht ganz. Wieso passt denn das jetzt nicht? Ich baue mal fix um, Leute. Kurzer Cut. So, Freunde. Ich weiß, so ist immer eine blöde Floskel. Das sollte ich auch mal weglassen. Aber ich musste jetzt erstmal meinen Kaffee auf Ex nehmen. Ja, das musste ich kurz mal runterspülen. Und auch Sex Pistol sagt hier, ach komm. Ja, ich mache das nicht extra, aber ich habe mir den Thorsten eingeladen. Weil wir hier so einsam sind, muss ich hier so ein bisschen mit dem Toti aushelfen. So, dann kann ich das schon mal da machen. Und hier spenden wir hier mal. 1, 1, 2. So, oh, da ist noch ein bisschen Luft hier beim Sex Pistol. So, dann können wir hier mit unserer femininen Truppe endlich losziehen. Ach nee, können wir noch nicht. Ach nee, können wir noch nicht. Was fehlt denn da noch? 40, 40, 40. Ach so. Oh, da geht ja eigentlich immer viel mehr rein. Ne? Ja, das ist natürlich cool. Dann nehmen wir noch einen Ballon mit, würde ich sagen. Ballon. Oh, Ballon ist böse. Nein. Ich nehme den Ballon raus. Okay. Nee, können wir nicht machen. Ich lasse das jetzt so. Da geht ja vermutlich auch gar nichts rein. Ballon musste ich doch rauslassen. Okay. Geht nicht. Ballon geht nicht, Leute. Ballon ist zwar weder männlich noch weiblich, aber hat wahrscheinlich männliche Insassen. Obwohl man nicht genau weiß, ob die Skelette nicht auch eine weibliche Ader haben oder so. Ne? Da sind wir ja jetzt nicht hinter. Und wir brauchen ja ein bisschen Dunkles. Ne? Aber jetzt lassen wir uns auf jeden Fall von den Herren unterstützen, oder? Würde ich mal so sagen. Oder ich tue einfach mal so, als wenn ich hier der Superschlaumeier wäre. Und mache wirklich nur mit den beiden Heldinnen meinen Angriff, was aber dennoch sehr, sehr schwer wird. Also so ganz ohne Worten. Oh, 10k. Okay, nehmen wir mit. Oh, der hat die 3 Sammler hier unten. Perfekt für uns. Dann machen wir das mal so. 1, 2, zack. Wir haben ja jetzt keinen Mauerbrecher. Okay, dann gehen wir da mal rein. Alles klar. Okay, dann können wir hier mal ein bisschen rumfunneln, würde ich sagen. So, wir ziehen hier mal die vielen, vielen Bogenschützinnen rein. Dass die ein bisschen was machen. Ach, ich habe hier unten auch Ballons. Ach, komm. Naja, da hätte ich jetzt die Ballons auch benutzen können. Sehe ich jetzt gerade. Naja, ist egal. Naja, egal ist das nicht. So, Hexen hier mit rein. Was nehmen wir denn hier? Ja, Kaserne. Und unseren Royal Champion. 5 Headhunter, alles klar. Leute, das ist eine Spaßarmee, echt. 5 Headhunter. So, hier ist noch ein Headhunter. Perfekt. Oh nein, geht da doch hin. Geht da mal hin. Ich meine, so ganz ohne Worten ist natürlich schwierig. Ne? So, hier müssen wir einmal giften, die beiden. So ganz ohne Worten ist schon ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Ich habe sogar noch ein bisschen Glück, dass der Scattershot hier im Ausbau ist. Da habe ich echt Luck. So, und die Queen ist auch noch am Rathaus. Perfekt. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Wofür brauchen wir denn den Warden und den King eigentlich? Brauchen wir gar nicht. Komm, Queen, beweg dich da weg. Da ist der böse Inferno, okay?
Aber guckt euch das an hier. Jawohl. Ah, ich meine, okay, ich hatte kleine, leichte Unterstützung jetzt von den Paloons. Aber es klappt eigentlich ganz gut, ne? Das klappt nicht schlecht. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wer sich schon getraut hat, mit der weiblichen Armee, only weiblichen Armee, heute im Clankrieg angegriffen zu haben. Hätte man gut machen können, ne? Läuft, würde ich sagen. Heilerinnen sind auch noch am Start. Und da auch noch ein paar kleine Knabberskelette. Das könnten sogar 3 werden oder es wird wieder ein Timefill wie eben. Ja, da steckst du nicht drin. Aber gar nicht mal schlecht. Freut mich auf jeden Fall, dass das hier gefeiert wird. Erstmal geht es jetzt der Queen. Brat, Brat, Brat. Die ist schon mal weg. Okay. Mal sehen, ob die eine Päckerdame geht drauf. Aber wir schaffen den. Wir schaffen das mit der Armee. Jawohl. Wir schaffen das mit der Armee. Sehr cool. 10.000 dunkles plus den netten Bonus hier in Titan 3. Ein bisschen hoch bin ich, ja. Ein bisschen hoch bin ich. Aber es scheint zu funktionieren und damit müsste ich jetzt überall hier einen Haken haben. Jawohl, also ihr könnt zumindest im Rathaus 13 Bereich mit dieser Armee wahrscheinlich echt super angreifen und alle anderen, die jetzt zum Beispiel keinen Headhunter haben, also alles, was unter Rathaus 12 ist, die müssen sich das dann halt spenden lassen und so weiter. Das müsste eigentlich passen. 5x6. Warte, wie groß ist der Headhunter hier? 5x6. Der nimmt Platz ein. Ja, 6 Stück. Also 5x6 geht auch in eine Rathaus 9 Clanburg rein. Wunderbar, dann kann man 5 Headhunter mitnehmen. Wofür auch immer. Aber ich mache dieses Event jetzt mal fix zu Ende, denn es gibt hier ja auch ein paar Gems und ihr wisst, alles, was eigentlich Gems gibt, diese Events spiele ich immer ganz gerne. 10, 20, 30, 40, 50, 60 Stück an der Zahl und natürlich die schönen Tränke, die ich dann wahrscheinlich gar nicht nehmen kann. Zumindest nicht den Truppentrainingstrank. Aber egal, bis dahin kann ich ja noch ein bisschen pushen. Ich muss auch ein bisschen was tun hier. Heldenbuch haben wir jetzt schon wieder und im Pass haben wir jetzt auch ein bisschen was reingespielt hier. Perfekter Wochenstart für einen Toti hier. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Wochenstart. Ich sehe gerade, wir haben gleich Wartung. Alles klar, Maintenance inbound. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich da gerade so vorherkam. Und ihr dann wahrscheinlich auch euch eine kleine Pause gegönnt habt. Das mache ich jetzt auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt noch eine coole Woche. Bis dahin, Leute, euer Toto. Clasht.